Hallo, du wundervolles Seelenlicht da draußen. Ich begrüße dich heute von Herz zu Herz, von Seele zu Seele und heute im ganz Speziellen von Frau zu Frau, nämlich mit einem neuen Channeling-Portalbeitrag, Hüterin der neuen Erde. Ja, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Tanja Konstantin. Ich arbeite jetzt bald seit 25 Jahren als Tieftrancen-Medium und als spirituelle Lehrerin für Medialität, neue Weiblichkeit und Lichtmedizin. Und heute geht es um die neue Weiblichkeit. Und zu mir ist heute ein ganz besonderes Wesen gekommen, was ich schon länger nicht mehr gechannelt habe, nämlich White Buffalo Calf Woman. Bevor ich jetzt weiterspreche, möchte ich mich an dieser Stelle wirklich nochmal ganz herzlich bei dem Team vom Channeling-Portal und Kongress bedanken für diese große Unterstützung in dieser Zeit des Wandels, in der Zeit des Umbruchs, von dem alle sprechen. Ich weiß auch von meinen Teilnehmern und meinen Kunden, die auf vielen Seminaren und Retreats waren, die sich riesig darüber freuen und da sich ganz, ganz viel mitnehmen durch die Kongresse, durch die Beiträge in dieser Community. Also herzlichen Dank. So, jetzt geht's aber weiter. Vielleicht wünschst du dir auch deine Weisheit, deine spirituelle Weisheit neu in die Welt zu tragen. Ja, vielleicht wünschst du dir einfach auch mehr Frieden in dieser Welt, mehr Harmonie und dass die Frauen wieder ihren Platz einnehmen dürfen. Aber was heißt das denn, den Platz einnehmen dürfen wieder auf Mutter Erde? Das heißt, dass du, wenn du eine Frau bist, ja, auch wieder deine Wahrheit sprechen darfst. Den Platz, der dir gebührt, einzunehmen, bewusst zu werden, also ganz zu erkennen, was wir für eine machtvolle weibliche Schöpferkraft wir haben. Denn das fängt an, wir tragen dadurch, dass wir Frauen sind, diese Stufen dieser weiblichen Schöpferkraft in uns, also zu empfangen. Neue Impulse herunterzuladen und Inspirationen und diese dann auch anzunehmen. Da hakt es nämlich bei den meisten schon. Also zu vertrauen, dass das, was kommt, wirklich aus einer höheren Ebene kommt, von der Seele oder vom geistigen Team oder den Spirits und Guides, wie du das auch immer nennst. Und dann auch sich dafür zu entscheiden, das zu leben und dann auch diesen Weg zu gehen und dann auch wie in einer Schwangerschaft das Baby sozusagen zu nähren, zu erhalten und weiter damit zu gehen. Und bis es dann zu der Geburt kommt, diesen Traum der Seele sozusagen in die Welt zu gebären. Und der Traum der Seele, wenn dieser in Einklang ist mit den höheren Ebenen, mit der Alleinheit, von denen alle sprechen, mit dem großen Ganzen, dann werden wir als Frauen zur Hüterin der neuen Erde. Das heißt, wir gebären einen Traum in diese Welt, wo wir anfangen, die Ursache, also das, was am Anfang ist, von dem, was immer alles folgt, also Ursache und Wirkung, ja, was im Außen dann uns auch begegnet. Also wenn wir Liebe uns wünschen im Außen, eine erfüllte Partnerschaft, dann findet die erfüllte Partnerschaft, sollte dann mit uns und unserer Seele Hand in Hand stattfinden. Und dann wird es auch im Außen begegnen, wenn wir uns Frieden wünschen. Das kennst du ja bestimmt alles. Dann sollten wir den Frieden in uns leben, tragen, entwickeln, gebären, nähren. Und das ist mit nicht nur einmal gebären getan. Wenn du Frau bist, weißt du das vielleicht, wenn du Kinder bekommen hast oder im Umkreis das mitbekommen hast.
Denn dieses Großziehen dieser Babys sozusagen, das bedarf nämlich auch dann wieder viel Geduld, viel Liebe, ja, gütiges, sanftmütiges Denken. Und White Buffalo Calf Woman ist für mich die Hüterin von Mutter Erde schlechthin, weil sie als Prophetin ist sie bei den Lakota-Indianern und auch Dakota-Indianern ist sie erschienen zu Zeiten, also von über 1000 Jahren, sagt man, vielleicht sind es auch schon 2000 Jahre her, in einer Zeit, wo Armut, Dürre, Krieg war, wo sich auch die Völker, die Stämme gegenseitig bekämpft haben. Und sie kam und hat gelehrt, ist in die Stämme gegangen und hat gelernt, die Friedenspfeife zu rauchen. Das bedeutet, es ist ja auch im Symbolischen gemeint, natürlich haben sie es dann auch umgesetzt, aber wirklich Harmonie, Miteinander, Zuhören, das Verständnis, also den anderen verstehen, durchzuschauen. Und gleichzeitig auch hat sie Rituale eingeführt, Rituale beigebracht, diesen Stämmen, wie sie ihre Kinder, und das finde ich daran so schön, wie sie ihre Kinder großziehen und wie sie ihnen gleich von Anfang an schon diesen Frieden und diese Harmonie, diesen Gleichsinn und diese Liebe zur Mutter Erde vermitteln können. Und ist nicht das, was fehlt auf unserer Erde oder dieses Eintauchen in das, was wir wirklich sind, auch in diese Übergang der Zyklen, ja, genauso beim Mann wie bei der Frau. Also damals waren es dann die Sonnentänze, bei den Mädchen wurde das gefeiert, der Übergang zur Frau, wie in vielen indigenen Kulturen, wie du sicherlich weißt. Und das alles kommt zurück, aber wir haben ja unseren Körper vergessen. Und weißt du, was das Traurige ist? Dadurch, dass wir unseren Körper vergessen haben, haben wir auch Mutter Erde vergessen und umgekehrt. Denn wir sind ein Teil von Mutter Erde. Unser Körper ist genauso aufgebaut wie Mutter Erde. Auch zu 70, 80% Wasser und diese ganzen anderen Anteile, die uns am Leben erhalten. Und wir haben alle sozusagen so das Geburtsrecht auch, uns zu verbinden und Inspirationen runterzuladen und zu erwachen, endlich zu unterscheiden, was ist denn wirklich die Realität? Ist das die Realität, was wir hier leben? Oder ist das diese alten Konditionierung, die alten Muster, das, was uns übergepresst worden ist? Was ist wirklich, was sind wir wirklich? Und welchen Traum wollen wir träumen? Und ich spüre schon, also der Traum von White Buffalo Calf Woman ist wirklich, diesen Frieden zu leben und diesen zu erkennen, dass wir alle eine Familie sind und diese Harmonie weiterzugeben und diese ursprünglich weibliche Kraft, ja, die sich durch Weisheit und einer besonderen Liebe auszeichnet, wo wir diese Weisheit, die im Kosmos zu finden ist, die in der Mutter Natur zu finden ist, weitergeben. Und auf jeden Fall ist sie damals erschienen, ist in die Völker und hat gelehrt, die Friedenspfeife, die Versöhnung und hat gesagt, sie kommt zurück, wenn die Zeit reif ist, wenn wieder mehr Frieden auf Mutter Erde ist, in einer Zwischenzeit, in Form eines weißen Büffelkalbs. Und dieses weiße Büffelkalb ist kurz nach der harmonischen Konvergenz, also das war im Jahre 1987, ja, ist sie erschienen. Das war 25 Jahre vor 2012 und ist das erste weiße Büffelkalb geboren worden, was jetzt nicht als Albino sozusagen durchging, sondern es hatte einfach diese weißen Haare. Und
Es wurde auch gesagt, dass sie viermal kommt, also wie vier Beine der, sagen die Indianer, vier weißen Beine der Büffelkalbfrau. Und es wurden dann noch mal drei geboren, Anfang 2000. Und das war der sichere Beweis, dass jetzt dieser Wandel bevorsteht, also dieser Umbruch, den wir alle spüren, ja. Und was ich so toll finde, sie hilft dabei, dass wir wirklich in einen sanften Übergang gehen. Und wenn du wirklich was für dich tun möchtest, dann verbinde dich mit deiner inneren Stärke, mit deiner inneren weiblichen Schöpferkraft. Ja, ich habe das so viel gesehen bei meiner Ausbildung, auch zur Frauenherz-Mentorin, diese Weisheit weiterzutragen. Da hilft sie auch sehr stark mit. Also ich habe mein eigenes geistiges Team vielleicht auch noch mal zum Verständnis und habe mein Leben lang dieses gechannelt. Und vor ungefähr 20, 25 Jahren fing es dann an, dass dann auch andere Wesen zu mir kamen, unter anderem White Buffalo Calf Woman. Und das sind dann Spezialisten, ich sehe das so, einfach Spezialisten, die darauf lehrerweise Meister, aufgestiegene Meister, wie auch immer, die uns dabei helfen, in speziellen Situationen dann nach vorne zu schreiten. Und White Buffalo Calf Woman hilft dabei, diese höheren, so empfinde ich es, meine Wahrheit, diese höheren Weisheiten des großen Great Mysteries, dem großen Spirit sozusagen, wieder auf die Erde zu bringen, das Verständnis dafür zu bekommen, was wirklich die Wahrheit ist, warum wir wirklich hier sind und was wir wirklich sind, dadurch, dass wir Lebewesen sind. Und wenn wir es schaffen, das alles in Harmonie zu bringen und nicht mehr uns die Erde untertan machen und die Tiere und und die Pflanzen und so weiter, dann ist dieser Umbruch auch und diese große Reinigung, von denen die Indianer sprechen, wird sich dann auch zum Positiven wenden. Und mein Gefühl ist, ich gebe das jetzt einfach mal nach oben ab, was da kommen wird. Wir sind ja nicht am Anfang dieser Durchgehung. Mein Gefühl ist auch nicht mittendrin. Wir schreiben jetzt das Jahr 2024. Das heißt, bis 2032 sagt man, ist dieser Umbruch. Mein Gott, es sind noch 8 Jahre. Wir haben schon eine viel größere Strecke hinter uns seit 97 und auch seit 2012. Ja, also haben wir 12 Jahre schon hinter uns. Und Zeit ist natürlich auch relativ und wir können diese neuen Zeitlinien der neuen Erde mitgestalten, indem wir das Bewusstsein für unser Sein, für unsere Multidimensionalität erkennen, begreifen und vor allen Dingen, glaube ich, ist in diesem Jahr ganz stark dran, es zu fühlen. Denn wenn wir es fühlen, mit jeder Zelle, mit jedem Satz, den wir sprechen, mit jedem auch vielleicht über die Träume sich zeigen. Ich bin mir ganz bewusst, wenn die Zirbeldrüse immer mehr jetzt auch wieder aktiv wird in der Nacht. Ich arbeite ja auch viel mit der Zirbeldrüse aus meinen ganzen Seminaren. Haben wir die Möglichkeit, ganz andere Dinge zu erkennen. Wir können uns auch in diesen ganzen großen roten Faden wiedererkennen. Ich merke, es fängt schon an zu fließen. Und das funktioniert aber nicht, wenn wir als unbewusste Menschen weiter so schreiten und auch unsere Kinder so wie früher erzogen werden in einem alten Bewusstsein, was wir immer weitergetragen haben. Und ich meine damit mit altem Bewusstsein, was die Erde ausbeutet, sondern wieder mit dem reinen Bewusstsein der Natur, des natürlichen Geistes, ja. Weil wenn wir zum Beispiel auch
Selber wieder Gemüse anpflanzen oder uns gesund ernähren, Demeter-Gemüse, Obst und was, was ich essen und uns gesund ernähren, dann kann natürlich auch die Zirbeldrüse ganz anders funktionieren und wir haben ganz andere Möglichkeiten zu uns selber, indem wir uns schätzen, schätzen wir auch Mutter Erde und so weiter. So, jetzt habe ich dir so einen kleinen Einblick gegeben. Ich spüre schon, dass ganz viele Leute dabei sind, Frauen, die sagen, ja, ich möchte meine Stimme wieder in die Welt tragen. Ich möchte, dass meine Kinder, dass der Spirit von mir weiterlebt. Also jetzt nicht von mir, sondern von dir, wenn du Mutter bist. Und dass dieser weitergetragen wird in die Welt. Und ich glaube, das wird jetzt ganz spannend, das Reading, was uns da White Buffalo Calf Woman zu sagen hat. Die ist nämlich in die indigenen Völker gegangen und hat, also in die Stämme der Lakota-Indianer und Dakota-Indianer, das war ein Teil der Sioux, und dort sozusagen gelehrt hat, wie diese Kinder dieser neuen Zeit auch wirklich geschult werden können. Jetzt haben wir das natürlich alles nicht erlebt, aber wir haben die Möglichkeit, jederzeit Inspirationen zu empfangen und uns zu entscheiden, etwas dazu beizutragen, endlich nach vorne zu schreiten und vielleicht auch Frauenkreise zu gründen oder auf eine andere Art und Weise diese Weisheiten weiterzutragen. Und dieses neue Unterstützen ist auch die neue Zeit. Und dadurch sind wir auch Hüterin der neuen Erde und schützen, gebären, empfangen somit auch das Neue und geben es in die Welt. Und das kann man mit unseren eigenen Kindern machen, je nachdem, wenn du noch jünger bist, mit unseren Enkelkindern. Dann als weise Frau und dann auch mit unseren Projekten, ja, wo wir dazu beitragen können. So, jetzt habe ich, glaube ich, lang genug geredet. Jetzt freue ich mich auf ein Reading. Vielleicht die noch nie ein Reading von mir gehört haben, schließt einfach die Augen, entspannt euch. Tieftrance-Medium heißt einfach nur, ich gehe auf die Theta-Ebene, ich drehe mich während des Readings sozusagen immer weiter raus. Und es kann auch passieren, dass du dann manchmal mitgenommen wirst in die Trance. Das ist dann ähnlich, wenn man das Gefühl hat, man driftet weg und hat das Gefühl, ja, irgendwie war ich da, aber auch irgendwie nicht. Aber versuch vielleicht doch da zu sein. Das Schöne ist ja, dass du hier die Aufnahme hast und kannst es dir auch immer wieder nochmal anschauen. Ja? Also, schließ einfach die Augen und komm ganz an. Und bis gleich. Ich begrüße all diese wundervollen Seelen, die den Wind der Worte lauschen, die aus in diesem sprechenden Mund von mir hinübergetragen werden. Zu dir, zu euch. Auf eine besondere Art und Weise in der Zeit des Wandels, in der Zeit des Erwachens. So bin ich mit großer Freude hier. Ich, White Buffalo Calf Woman. Und so trage ich einen großen Spirit in mir, den ich dir heute von Frau zu Frau weitertragen möchte. Denn so sind es die Frauen,
die ihren Inspirationen folgen dürfen, um dann neu sich selber wieder zu gebären in diese Welt als die natürliche Frau, als die weise Frau, die die Natur der Frau mit sich bringt und aus diesem Grunde auch in den unterschiedlichsten Völkern und Kulturen die Weisheit des Weiblichen zugeschrieben wird. Und die Liebe des Männlichen, das bedeutet nicht, dass Männer nicht die Weisheit in sich tragen und Frauen nicht die Liebe, sondern so tragen wir beides in uns. Aber dadurch, dennoch, dass du eine Frau bist, trägst du diese Besonderheiten in dir zu schöpfen. Und dieses Wissen ist verloren gegangen. So diese Weisheit wiederentdeckt wird. Und dies passiert in diesen Zeiten automatisch und dies wird auch helfen, die erneuerbaren Energien zu aktivieren. So ist dies noch ein Geheimnis und im Verborgenen, da der erste Schritt im Moment ist, eine große Reinigung, ein großes Aufräumen sozusagen, eine große Aktion auf diesem wundervollen Ball, auf diesem wundervollen Planeten von dieser Mutter Erde. Und so habe ich vieles vorausgesehen. So habe ich vieles den Lakota-Indianern weitergegeben und habe ihnen geholfen, dass die Stämme untereinander zueinander gefunden haben und sich nicht mehr gegeneinander bekriegen. Und dies ist der Anfang von einer wundervollen Zeit, von einer wundervollen Prophezeiung. Und dies hängt jedoch mit dem Bewusstsein zusammen. Und dieses erhöhte Bewusstsein ist das, was im Moment an bestimmten Punkten die Seelen erleben in ihrem Leben. So sind dies Aha-Effekte. Kleine Momente mit großer Wirkung, die dir helfen, dich selber zu erkennen vor dem großen Ganzen und vor dem Great Mystery. Denn in diesem Aha-Effekt wird erkannt, dass Bäume Standing Peoples sind, ebenso helfen, wie die Tiere, wie oft ähnlich wie die Kinder, Lehrer, Meister. Von all den Lebewesen sind, insbesondere den Menschen. Und so helfen diese Tiere und so helfen auch die Kinder auf eine natürliche Art und Weise wieder dem Ruf der Stimme der Seele zu folgen. Dies ist eine Besonderheit. Und dies wieder zu entdecken, dabei helfe ich dir, dein Frausein auch wieder zu verstehen, welche Kräfte in dir stecken,
Denn diese Kräfte des eigenen Körpers hat die Institution der Kirche die Frauen beraubt. So geht es jedoch nicht darum, politisch zu werden, Schuld zuzuweisen, sondern so geht es vielmehr darum, mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Geist und mit der Seele Frieden zu schließen, dieses in Harmonie schwingen zu lassen, um die eigene Seele besser zu verstehen und das eigene Frausein noch mehr. Denn so sind es die Frauen, die in uralten Zeiten Weisheit und Wissen weitergegeben haben an die nachfolgenden Generationen. Und so bist du, so du zuhörst, eine Hüterin der neuen Erde. So du ein Mann bist, bist du ein Hüter der neuen Erde. Und dies ist ein hohes Amt. Jedoch ist dieses Amt nicht so groß, als dass du es nicht tragen könntest. Sonst hättest du dich nicht entschieden, jetzt zu inkarnieren, in dieser besonderen Zeit. Denn verstehe, so du jetzt hier anwesend bist, bist du einer derjenigen, doch einer, die dazu berufen sind, die Weisheiten weiterzutragen, auf die eigene individuelle Art und Weise mit dazu beizutragen, dass die Lebewesen um sich herum insbesondere die Männer, die Kinder, die Frauen daran erinnern, wer sie in Wirklichkeit sind. Wundervolle Wesen, die die Möglichkeit haben, in der Fülle zu leben. So der Geist mit Fülle durchzogen ist, in Harmonie zu leben, so der Geist mit Harmonie durchzogen ist, in Frieden zu leben, so der Geist in Frieden lebt, in Sanftmut. So der Geist sanftmütig denkt. In Heilung zu leben, so der Geist weiß, dass er heil ist. So wird sich dann der Körper dessen erfreuen und die Seele triumphieren, denn die Seele ist ohnehin in der Fülle. In der Liebe, in der Weisheit, in der inneren Harmonie, in der liebenden Güte. Immer präsent, immer da, immer friedvoll. Und daran gilt es, sich zu erinnern. Und dabei hilft der Kosmos mit. Und dies ist so wundervoll. Und so diese Energien genutzt werden. Denn diese Energien, diese hochschwingenden Energien, sind dieser Umbruch und die Reinigung, die gerade im vollen Gange ist. Und so hast du die Möglichkeit, diese Energien für dich zu nutzen, weise.
So ist dies viel einfacher, als du denkst. So du dich jetzt entscheidest, deine Wahrheit zu leben, deine Bestimmung zu leben, deinen Traum zu leben, den Traum deiner Seele zu leben. Denn deine Seele hatte einen Traum, bevor sie inkarniert ist, wieder zurückzufinden zu ihrer eigenen Natur, um damit Hüterin der neuen Erde zu sein, denn diese neue Erde kreiert sich gerade parallel. So wird sie gerade schon erschaffen. So muss sie nicht gesucht werden. So hast du sie erträumt. So hattest du dieses Bild wie eines Paradieses, denn dies ist die fünfte Dimension, eine neue Dimension, die bereits im Feld geschrieben ist. So geht es lediglich darum, wenn du deinen Körper, dein Frausein annimmst und so ein Mann lauscht, auch seine männliche Kraft annimmt und das neue Männliche lebt, indem es schützt, das Weibliche erhält und nicht mehr kämpft in diesem Sinne, sondern die Stärke des Geistes und der Manifestation einsetzt, kann so viel mehr geschehen. Dann ist Frieden, so der Mann sich als Erbauer sieht. Und mithilft, die neue Erde zu kreieren. Und das Männliche in der Frau ebenso. Heute jedoch geht es darum, dich zu erinnern, dass die Magie auch etwas Natürliches ist. Denn die Magie, die Heilkraft liegt in dir. So du dich deiner Natur erinnerst, können all diese Botschaften, all diese Inspirationen um dich, um deinen Körper, um die Zellen, um Mutter Erde zu erhalten, fließen. Das Einzige ist, dass du nicht wie die indigenen Kinder oder die Lakota-Indianer-Kinder nicht geschult worden sind auf eine natürliche Art und Weise der Eltern. So geht es darum, die Ahnen zu achten, zu ehren und dort Frieden zu schaffen, da diese stets da sind, auch wenn sie keine Körper mehr haben. Und dich auch als ein multidimensionales Wesen zu begreifen, welches eine Multikulti-Seele ist und in den unterschiedlichsten Kulturen gelebt hat. So gibt es nicht nur das eine, die eine Kultur oder die andere Kultur. So geht es darum, alle Kulturen zusammenzuführen. Und so sehe ich mich als Hüterin aller Kinder von Mutter Erde und einer neuen Erde. Und so wünsche ich mir auch, dass du ebenso Hüterin oder vielleicht Hüter dieser neuen Erde bist. Und so fange ich jetzt mit dir an. Alle Angst, Fäden wie Spinnweben
was gesponnen worden ist und nicht aus den höheren Weisheiten und Wahrheiten kam. All das von Menschen kreierte, ängstliche, was dein Urvertrauen hindert, wieder den eigenen Platz anzunehmen, einzunehmen, um dann endlich jetzt in dieser Zeit. Denn so ist diese Zeit prekär, auch wenn du alle Zeit dieser Welt hast. Dies hängt nur damit zusammen, dass diese Zeit, die sich in gerade neu kreiert, diese neue Zeitlinie schwierig ist für den menschlichen Be Verstand zu begreifen. Das Wundervolle ist jedoch, dass du diese schon fühlen kannst. Und dieses entsteht, indem du ganz bei dir bist, weder in deinen Ängsten noch in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern ganz hier und im Hier. Das, was man das Herz benennt, aufmachst. Denn dieses ist weitaus intelligenter als alles. Was du begreifen kannst. So du im Herzen dieses fühlst. Eine Sehnsucht ist hinter der großen Sehnsucht dein Zuhause. Und dies ist so eingerichtet, damit die Evolution und diese Neuentwicklung stattfinden kann zu einem höheren Frieden. Denn ihre Wege erweisen sich an einem gewissen Punkt. Als das Nichts. So lösen sie sich auf und bringen nicht die Freude, die Erfüllung in der Fülle, die Erfüllung in Beziehungen. Dies ist die Wahrheit, diese Fülle zu leben. So nehme ich dich jetzt an die Hand. Spüre den roten Sand unter deinen Füßen, der dich gleichzeitig auflädt mit einem besonderen elektromagnetischen Feld. Denke nicht weiter nach. Gehe einfach. Ohne Schuhe, ohne Socken, ohne Schlappen, ohne Leder. Gehe. Gehe mit mir. An einen Ort, in eine Höhle, wo du geschützt bist. Und hier durchtrenne ich jetzt mit der Liebe meines Herzens diese ganzen Fäden der Angst, die sich gesponnen haben durch das Spinnen im Gehirn, durch den Geist und durch Emotionen des Egos, auch noch Ego-Spinnen dazu gesponnen hat. Und dies sind alles Hirngespinste, wie ihr es benennen würdet. Also lasse sie alle los und sehe, wie der Wind sie jetzt mit davon trägt, jetzt in diesem Moment. Lass diesen Wind
alles hinwegfegen, wie ein Nichts. Jetzt deine ganze Aura reinigen, damit das Feuer der Leidenschaft und der Freude wiederkommen kann, da ohne diesen der wahre Tanz im Leben, die Bewegung, die so unendlich wichtig ist, um den Körper zu erhalten. Und nicht nur der Tanz der Gedanken, sondern der Tanz auch der unteren Körper bewegt insbesondere bei den Frauen, sich auch wieder ihrer Schöpferkraft bewusst zu werden. Also sind es oft die Frauen, die die unteren Chakren auch durch in diese Bewegungen gelernt haben, in Bewegung zu setzen, dass sie sich ihrer Schöpferkraft, ihrer weiblichen Schöpferkraft bewusst sind und ganz bewusst schöpfen dürfen. Mit den Eizellen. Und so der hohe Geist, der Spirit, gemeinsam in Einklang ist, in Übereinkunft, wird dies Möglichkeit, eine Möglichkeit sein. In dieser Freude, denn dies ist diese Liebe, dieses Liebesfeuer, was die höchste Energie im Universum ist. Diese Zusammenkunft und dies wird in der Zukunft noch eine höhere Bedeutung haben. Jetzt kann ich dir sagen, bitte ich dich von ganzem Herzen, all das, was du erschaffst, über dein Herz als Prüfstein zu sehen. So wird er leuchten oder nicht. So ist es, dass ein Kristall in deinem Herzen ruht, so wie in deiner Zirbeldrüse. Viele Partikel dieser Kristalle. Die Wahrheit und Klarheit schaffen. Und so werden die Kristalle noch mehr Bedeutung haben, viele Geheimnisse gelüftet werden. Sei dir jedoch bewusst, dass du auch Kristalle in dir trägst, die in höheren Verbindungen mit Kristallen stehen. Und darüber viel Energie regeneriert, energetisiert werden kann in deinem Körper und dies zu höheren Kräften, Heilkräften, Manifestationskräften führt. Jetzt geht es jedoch am Anfang erstmal zu verstehen, Frieden zu schließen. Die Friedenspfeife mit dir selber zu rauchen, mit deinem Körper als Frau. Denn dieser ist immer vollkommen, auch wenn es in deinem Auge nicht erscheint, erscheint es vor dem großen Auge des großen Ganzen als wunderschön. Und so du dich so siehst, wird dich das, was zu dir gehört, auch so sehen. Und so ist dies ein sich binden und loslassen. So ist das das wahre Leben.
um zu lernen voneinander, um sich zu begleiten. So ist es jetzt, kann ich sagen. Ein großes Wiederfinden und ein großes Erwachen unter denen, die sich finden, denn dies potenziert sich. So ist es in die Zeit. Neue Verbindungen zu weben, die nicht mit Angst geprägt sind, sondern mit Vertrauen. Dort braucht es nicht in diese Verträge. Nur den Vertrag der Liebe und der Harmonie, der gütigen Liebe. Sich in den eigenen besten Einsatz zu geben, der möglich ist. Für ein neues Miteinander. Für das neue Weibliche. Als Hüterinnen der neuen Erde. Denn dies wird die Erde heilen und vor Größerem bewahren. So bin ich eine Prophetin. So kann ich vieles voraussehen. So liegt es dennoch in den Händen vieler. Die Weise, mit ihrer Schöpferkraft umzugehen wissen. Mit dieser wundervollen Schöpferkraft. Schau jetzt, welche Ängste, welche gesponnenen Fäden. Wo hattest du dir etwas vorgemacht, was nicht deiner Wahrheit entsprochen hat? Wo hast du dir etwas zusammengesponnen? Wo sind Ängste auferlegt worden, die nicht deine sind? Lasse sie noch einmal mit dem Wind davon wehen und sehe nun, wie das Feuer, das Herzensfeuer, Reinigung schafft und Klarheit für dein eigenes wahres Sein. Wie, wo möchtest du wieder deinen Platz einnehmen? Was sind deine Fähigkeiten? Wo hast du diese immer wieder entdecken dürfen? Und was für eine Inspiration ploppt gerade in diesem Moment jetzt hinein. Schenke dir Dankbarkeit und Freude für dein Seins und entzünde jetzt mit mir gemeinsam, mit in deinem Herzensfeuer in diese Friedenspfeife jetzt in diesem Moment. Atme ein den Segen für deinen weiblichen Körper und atme aus. Schau, wie Harmonie in jede Zelle fließt und zieht jetzt in diesem Moment. Sehe, wie dieser Rauch alles reinigt und der Frieden Einzug nimmt in jede Zelle und dich heilt, sodass deine wahren Qualitäten gelebt werden können als weise Frau der neuen Erde, als Hüterin, um Leben zu bewahren. Leben zu schützen durch Weisheiten, die dann weitergegeben werden. Nehme das Wasser jetzt des ewigen Lebens und der wahren Gefühle
Denn dies sind die Zutaten. Nehme sie dazu. Und bringe sie auf diesen wundervollen Planeten und in deinen Körper durch Bewegung. Fange an mit einem Strahlen in deinem Gesicht. Dies ist die erste Bewegung. Fange an, dich zu bewegen. Zu denken, zu handeln. Dies sind die nächsten Bewegungen, um es auf die Erde fließen zu lassen. Denn ohne dem kann dies nicht geschehen. Und die Reinigung findet auch statt, indem die Emotionen zu wahren Gefühlen gewandelt werden. Und nicht das, was aufgepresst worden ist, sondern das, was die Gefühle wahrhaftig machen. Das Gefühl der Fülle, fühle es. So wirst du es leben und erleben und der Nächste ebenso. Denn vorhanden ist alles. So sind genügend Energien da. Heilkräfte, so ist alles da. So fängt es mit dir als Hüterin der neuen Erde an. Und bei diesem Übergang helfe ich dir von Herzen. Weisheiten zu teilen. Denn was ist eine Gabe? Ohne sie weiterzugeben. So kannst du sie weitergeben auch an die Kinder in dieser Welt. Und so ist es, dass dort auch ein neuer Geist einzieht. Jedoch braucht es Schulung in derer, die die Weisheit weitergeben. Und so passiert in dieser Umbruch. Rauche jetzt auch die Friedenspfeife mit deinem Frausein. Atme diesen Rauch hinein. Deinem ganzen Frausein, nicht nur dem Körper, sondern so, dass es auch deine Seele erreicht. Denn deine Seele hat sich etwas gedacht, als Frau inkarniert zu sein. So ist dies kein Zufall gewesen, sondern so hat dies deine Seele entschieden, mit dem Rat des Höchsten, mit dem Rat des höchsten Lichtes, der im Moment die neue Erde mitkreiert. Der Hüter, dessen Geist sich durch die Menschen jetzt manifestiert. Ich helfe dir, so du es wünschst, als deine Lehrerin. Sehe, dass dein Körper jeden Tag sich erinnert an die Bewegung, trainiert wird. Denn durch in die Bewegung wird Flexibilität trainiert. Und nicht nur im Geiste, sondern so hast du die Möglichkeit, dich schnell zu entscheiden. Geh jetzt mit mir Hand in Hand
auf deinen Platz als Hüterin der neuen Erde. Gehe jetzt in ein neues Feld, wo die Fülle und die Gedanken auf Liebe und Weisheit ausgerichtet sind, jetzt in diesem Moment. Und nehme wahr, wer du bist. Und so ist es ein Trugschluss zu denken, darauf zu warten, bis die fünfte Dimension kommt. So existiert sie bereits. So geht es vielmehr darum, im Hier und Jetzt, in dieser Präsenz, im Tagesbewusstsein, immer wieder deinen Platz einzunehmen als Hüterin, so du dich dafür entscheidest. Werden die Impulse dir geschickt werden, was zu tun ist, das Wie wird sich kreieren. So geht es jedoch darum, die Flexibilität und das Tun zu trainieren, und dies schaffst du über deinen Körper. Und so wollen viele Muskeln trainiert werden. Das Muskel der Prophetin in dir, der Muskel der Seherin. Und ebenso die Muskeln des physischen Körpers, da dieses Trainieren hilft, den Umbruch, die Transformation zu durchgehen. Ich schule dich, ich lehre dich, so du es wünschst. Nehme dich an meine Hand, so wie ich es mit den Lakotas getan habe und immer noch tue, um diese Kinder auf eine leichte, natürliche Art und Weise zu ihrem wahren Sein, zu ihrer Natürlichkeit zu begleiten. Denn so ist dann auch das Frausein in der Natürlichkeit, das Mannsein in der Natürlichkeit, das Miteinander in der Natürlichkeit, das Erschaffen, das Manifestieren, das Kreieren dieser neuen Erde in der Natürlichkeit. Entscheide dich jetzt für ein neues Bewusstsein. Und so findest du Antworten in der Natur. So findest du mich auch in der Natur, auch wenn du jetzt vielleicht woanders zu Hause meinen Worten lauschst. Umgebe dich mit vielen natürlichen Dingen, die leben, wie Kristallen, wie der Erde. Und lasse den Wind, den neuen Wind der neuen Erde, in jede Ecke deines Zuhauses und deines Seins. Nehme jetzt noch einmal deinen Platz ein, jetzt in diesem Moment, und schaue, wer und was du bist. Spüre dein Herzensfeuer und die Liebe zu der Hüterin in dir, denn dies ist der Teil, der jetzt aktiv wird. So schicke ich meinen Segen, sodass auch dein Leben weise vorausgeschaut dich behütet.
auf deinem Weg, der deine Seele beschreitet, der dein Frausein beschreitet. Jetzt in diesem Moment spüre das höchste Licht, wie sich Himmel und Erde in dir treffen. Das große Ganze und die neue Erde in dir, in jeder Zelle. Denn ein Geheimnis ist, dass die neue Erde sich bereits auch in dir befindet. Das Große im Kleinen wie das Kleine im Großen. Segen über dir. Segen über dieser Zeit, über die ich mich freue, die die Menschenkinder, die ich so sehr liebe, bereits gegangen sind und gefolgt haben, meinen Lehren, meinen Weisheiten. Segen auf deinen Schritten. Ins neue Zeitalter der neuen Erde. Ich segne die Hüterin in dir und als Mann den Hüter. Es grüßt dich aus dem Great Mystery, den höchsten Gefilden. White Buffalo Calf Woman. So spreche ich nicht oft. Und wenn, aus der höchsten Liebe meines Herzens. Von Frau zu Frau, Prophetin zu Prophetin. Von Hüterin zu Hüterin. So. Oh, ihr dürft langsam wieder zurückkommen. Ich wünsche mir als Tanja, ich fühle mich auch als Hüterin der neuen Erde, so wie du vielleicht auch. Es würde mich freuen. Und ich wünsche mir für dich, dass du noch mehr erkennst, welche Gaben du in dir trägst, welches Licht du bist, welche Freude, welche weibliche Schöpferkraft du in dir trägst und was alles möglich ist. Und dass du einfach deinen Platz auf Mutter Erde wieder einnimmst. Ja, wenn ich dir dabei helfen kann, dann lass es mich wissen. Ich denke, Jonas wird auch einiges noch hier verlinken vom Channeling-Kongress. Und du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, auch zum Beispiel im Jahrestraining zur Frauenherzmentorin teilzunehmen oder auch dein drittes Auge zu schulen über den Online-Kurs, den ich gedreht habe, hier auf Zypern, wo ich im Moment bin, mit dem Channeling-Kongress oder Channeling-Akademie. Das ist ja mittlerweile alles so gewachsen. Und ich freue mich, wo immer ich dich wiedersehe. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und viel Kraft in dieser Zeit, viel Energie. Wir tragen alles in uns. Alles, alles Liebe. Deine Tanja.